Heute geht es mal wieder um Dinge, die ich nehme, um ein besseres Leben zu führen, um mich fitter zu fühlen und gesund und vital alt zu werden. Ja, habe ich ja öfter schon gemacht, es ändert sich immer mal wieder und ich muss euch heute was gestehen. Ein Tabuthema, das habe ich schon mal angesprochen vor ein paar Monaten, habe ich privat auch relativ viel Feedback zu bekommen. Da müssen wir unbedingt in den nächsten Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Dazu kommen wir dann aber am Schluss. Ich zeige euch erstmal, was gerade meine aktuellen Supplements, Vitamine und Mineralien sind, die ich so zu mir nehme, um optimal zu funktionieren. Zur Erklärung, ich bin selbstständig, ich mache hier seit über 10 Jahren YouTube, ich habe verschiedene Firmen, ich lebe im Ausland, meine Kinder gehen im Ausland zur Schule, ich habe 3 Kinder, ja. Ich habe einen sehr aktiven Lebensstil und sehr viel um die Ohren und dadurch, dass ich selbstständig bin, muss ich halt auch immer zusehen, dass ich genug Geld verdiene, dass meine Familie gut versorgt ist und hier im Ausland ist es sehr stressig, auch mit den ganzen Dingen, die man machen muss, um in einem Land zu bleiben. Das bedeutet, ich bin also ein High-Performer sozusagen, bin aber auch immer gut drauf, ja. Aber das muss natürlich auch abgedeckt werden mit Vitalstoffen und Mineralien und anderen Dingen, ja. Also als allererstes, was ich morgens bei mir mache, ist eine Flasche mit NRV Life. Das sind so Getränkesticks mit Mineralien, Hauptzutaten und Vitalstoffen, aber Hauptzutaten sind hier Kurkuma und OPC, schmeckt so nach Orange. Löse ich mir immer in so einer Trinkflasche auf und trinke das so am Anfang meines Bürotages. Das macht mich wach. Das ist absolut super. Hier ist eine ganze Menge an Inhaltsstoffen drin. Super geile Kombination, richtig toll. Ja, das, so geht der Tag los, ja. Wenn ich was esse oder kurz vor Mittagessen meistens, mache ich es jetzt im Winter vor allem so, dass ich Vitamin D3 Tropfen nehme und Vitamin K2 Tropfen dazu, ja. An Vitamin D habe ich so eine grundsätzliche Regel, so pro 10 Kilogramm Körpergewicht nehme ich so einen Tropfen, so an 1000 internationale Einheiten. Und bei Vitamin K2, ja, kann man ruhig mal 200 Mikrogramm nehmen. Das sind hier so 10 Tropfen, also hiervon vielleicht bei meinem Gewicht so 10, 11 Tropfen. Und hier 10 Tropfen Vitamin K2 und dann bin ich super versorgt im Winter. Im Sommer war es so, dass ich weniger genommen habe, weil hier sehr viel die Sonne scheint. Wir waren auch sehr viel in der Sonne und ja, und dazu sollte man auf jeden Fall Magnesium nehmen. Dazu gibt es auch am Schluss noch einen weiteren Tipp. Magnesium-Bisglycinat ist das hier. Das ist das Einzige, was bei mir wirklich gut funktioniert. Alles andere hat bei der Muskulatur nichts zu tun bei mir. Also das hilft bei meinen Krämpfen oder wenn ich mal Sport gemacht habe. Und das ist aber einer der Kofaktoren hier, das Glycinat, auch mit dem Vitamin D3, K2 und Magnesium-Glycinat ist eine sehr gute Kombination. Citrat kann man auch nehmen, das hilft bei mir aber zum Beispiel überhaupt nicht bei muskulären Sachen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, ja. Was ich auch gemerkt habe, da hatte ich auch ein Video schon mal drüber gemacht, ich nehme Omega-3-Öl, das ist jetzt Öl, das ist wirklich hier in so einer Flasche drin. Da kann man einfach einen Teelöffel am Tag nehmen oder es gibt hier auch noch so ein Messbecherchen dabei. Ich nehme meistens einen Teelöffel und das nehme ich auch so vor dem Abendessen. Das kann man aber auch gefastet nehmen. Das funktioniert super gut. Da ist eine hohe Menge an DHA und EPA drin, vegan, aus Algen. Und das hatte zum Beispiel laut Blutwerten bei mir dazu geführt, dass mein Cholesterinspiegel ist dann runtergegangen. Also das war sehr, sehr gut. Und meine Hormone hatten sich stabilisiert damit. Das war auch gut. Also gesunde Fette, DHA, EPA ist super wichtig, auch für die Hormone. Dann nehme ich momentan wieder mal ein Vitamin B-Komplex. Wir haben ja auch Lutschtabletten, die sind aber gerade nicht lieferbar. Da haben wir noch ein paar, die lasse ich den Kindern. Ich nehme Vitamin B-Komplex, da sind halt alle wichtigen B-Vitamine drin. Das sieht man hier. Und Leinsamenpulver noch für die verbesserte Aufnahme. Also richtig gut, also Vitamin B-Komplex kann ich euch empfehlen. Alle Produkte verlinke ich unten unter diesem Video. So. Und jetzt kommen wir zu einem Tabuthema. Da können wir ja sagen, da geht es mir eigentlich sehr gut mit den Sachen. So, ja. Jetzt ist es nur so, ich merke, ich werde langsam alt. Ne? Ich bin jetzt 49 Jahre alt geworden und es geht so seit einem Jahr ungefähr, vielleicht so anderthalb, dass ich merke, ich werde so hormonell ein bisschen alt. Ne? Also es geht so ein bisschen die Libido runter, die war bei mir extrem hoch, ja. Die geht jetzt auf so einen normalen Wert runter, das gefällt mir aber nicht, ja, weil ich daraus so auch so meine Energie gezogen habe, meinen Biss und mein Biss geht auch ein bisschen runter, das habe ich auch gemerkt, ja. Dann generell so ein bisschen Infektanfälligkeit
kam mehr. Und ich hatte mir dann das Buch hier besorgt, Hormoncoaching, ja, und die Alexandra hat es fast durch. Ich habe nur meine Sachen erstmal durchgelesen, die für Männer sind. Hier ist halt sehr, sehr viel über Frauen drin, weil das natürlich extrem komplexer ist bei der Frau, ne? Im Laufe des Monats, im Laufe des Lebens verändert es sich deutlich mehr als beim Mann, ja. Und Mann ist relativ einfach, wie mit allen Sachen sehr einfach gestrickt. Bei Frauen ist das Ganze komplexer. Ein super Buch habe ich euch auch unten mal verlinkt. Wenn euch das Thema Hormone interessiert, ganz wichtig. So, und hier steht drin, wenn man als Mann mit Hormonen rummachen sollte, sollte man oder kann man mit Testosterongel arbeiten. Und ich habe hier in Verbindung mit meiner Klinik, wo ich immer meine Tests mache, mir ein Testogel besorgt mit der Apotheke, mit der ich hier auch zusammenarbeite. Wir haben eine sehr gute Apotheke hier. Und das ist ein Testosterongel. Das wird transdermal aufgenommen. Da sind 50 Milligramm drin in so einem Gel. Und das schmiert man sich auf Bereiche, wo keine Haarfollikel sind. Also am Bauch, da wo keine Haare sind. Wenn natürlich die ganzen Bauch voller Haare sind, ist nicht so gut. Aber ich habe zum Beispiel rechts und links am Bauch keine Haare. Und hier an den Oberarmen und bis hier zum Nacken hin, da sind auch keine Haare und auch keine Drüsen. Man sollte sich auch nicht auf die Brust schmieren oder unter die Arme oder so oder gar an untere Bereiche, das sollte man nicht machen, also an glatte Haut, die keine Haare hat. So. Und das hier benutze ich jetzt seit mehreren Monaten. Ja. Jeden Tag nehme ich so ein Sachet hier raus und mache mir das auf die Hände und verteile das morgens, das zieht sehr schnell ein und weil ich mich morgens halt nicht dusche, ich dusche mich immer abends. Und dann habe ich, da wasche ich mir dann natürlich danach die Hände, komme meiner Tochter nicht in den nächsten Stunden in die Nähe oder meiner Frau, damit ich es nicht überträgt. Aber so kann mein Körper das Testosteron aufnehmen. Das ist eine ganz sanfte Form der Aufnahme und es ist bioidentisch, naturidentisches Hormon, weil es ist reines Testosteron hier drin. Ja? Das wird hier in dem Buch auch erklärt. Es gibt bioidentische Hormone und es gibt künstliche. Und das, was man sich zum Beispiel spritzen lässt, das ist anscheinend immer künstlich. Ja? Das geht dann wie mit dem Hammer auf den Nagel. Und das hier ist halt, wird langsam aufgenommen vom Körper, so wie man das braucht. Ja? Es ist auch so, dass ich einen Monat, nachdem ich das genommen habe, habe ich nochmal einen Test gemacht, einen Bluttest mit meinen Hormonen. Kann ich euch auch nochmal einblenden. Also ich kann euch erstmal den davor einblenden, genau. Und dann blende ich euch den jetzt gleich auch nochmal ein, der danach ist. Und man sieht relativ deutlich, dass da eigentlich gar nichts passiert ist. Minimalst ist er hochgegangen, der Testosteronwert. Aber in dem Buch steht auch drin, dass man das extrem schwierig nur messen kann. Also über Blut. Man müsste einen Speicheltest machen über den ganzen Tag. Und das wird hier drin auch beschrieben, wie man das am besten macht. Das ginge für mich in Deutschland dann besser. Aber ich sehe halt im Blutwert, dass es nicht wirklich hoch geht. Das bedeutet, ich bin nicht in Dopinggefahr. Also ich bin ja kein Sportler, aber ich wäre nicht in Dopinggefahr. Die würden mir bei einem Dopingtest Blut abnehmen und sagen, ja, der hat gedopt. Und ich habe also kein Doping in dem Sinne. Aber ich merke, mir geht es deutlich besser. Ja. Was ist passiert? Also meine Libido ist auf altem Maße. Ich bin jetzt 49, fühle mich so wie mit 30. Ja. Mein Biss ist wieder da, wobei ich so ein bisschen ruhiger trotzdem geworden bin. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt aggressiver werde, aber ich merke so, ich bin durchsetzungsfähiger oder klarer in meinen Gedanken. Ja. Und was auch passiert ist, mein Bartwuchs ist stärker geworden ein bisschen. Ja. Ich gehe jetzt mittlerweile einmal die Woche zum Friseur hier und lass mich rasieren. Ich rasiere mich nicht mehr selber, wir haben ja so günstige, gute Friseure und lass mir den Kopf rasieren. Ich war gestern da, aber merkt es schon, oh, das wächst schon wieder sehr, sehr gut nach. Und nach einer Woche habe ich so viel Bart mehr als wie früher in 2 Wochen. Das kann man so sagen. Ja. Und das ist ein totales Tabuthema. Ich habe das ein paar Leuten erzählt und die so, oh Gott, ja. Ja, aber das ist zwar ganz normal. Im Alter geht halt das Testosteron runter. Die Alexandra macht auch gerade ein Experiment mit Progesteron und DHEA. Das ist eine Vorstufe von Östrogen und Testosteron. Da ist sie aber noch am Rumexperimentieren. Da würden wir erst ein Video drüber machen, wenn wir da für sie den richtigen Weg gefunden haben und wenn sie auch mit dem Buch fertig ist und ich das Buch auch nochmal gelesen habe. Ja. Aber bei Männern ist es relativ einfach. Die Frau Krug, die das Buch geschrieben hat, die empfiehlt ein Testosterongel, ein reines, bioidentisches und das soll man sich halt auftragen und dann muss man gucken, wie es einem geht. Genau, das ist jetzt hier quasi die Enthüllung. Ich bin gedopt, ja, ich stoffe, aber auf eine ganz sanfte Art und Weise und auch erst jetzt mit 49. Ja.
Ich finde es toll, dass ich mich wieder so ein bisschen jugendlicher fühle. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr so schnell krank werde. Ich war in den letzten Jahren immer mal wieder, hat es mich umgehauen, ja, trotz Vitamin D. Und da habe ich mich immer gefragt, woran liegt es? Anscheinend auch am Testosteron, ne? Vitamin D ist ja auch ein Hormon, das es rund macht, aber wahrscheinlich, wenn das Testosteron dann langsam abfällt, ist man vielleicht auch infektanfälliger. So, das ist das eine. Das andere ist, ich mache noch gerade zwei Experimente, die ich ganz interessant finde. Einer unserer Zuschauer, vielen Dank dafür, hat unter einem der Videos geschrieben, da ging es um Blutdruck, dass er Kaliumcitrat mit der Dosis 1080 Milligramm nimmt. Ich habe mir das jetzt hier mal von der Apotheke besorgt. Das ist verbunden mit Wachs, ja. Weiß nicht, ob wahrscheinlich Bienenwachs, also es ist nicht vegan, ja. Das hat aber zur Folge, dass es sich langsamer auflöst. Also hier ist Kalium drin und das löst sich langsamer auf. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach mehr Obst essen können und ein paar Säfte trinken können, aber ich wollte es mal ganz isoliert betrachten. Fehlt mir Kalium und es scheint sich herauszustellen, dass das Magnesium funktioniert sehr, sehr gut hier, das Magnesium-Bisglycinat, aber mir fehlt irgendwie ein bisschen Kalium. Und seitdem ich Kalium nehme, brauche ich weniger Schlaf. Ich nehme es erst ein paar Tage. Also Kaliumcitrat. Ich habe weniger so tiefe Krämpfe. Das Magnesium hat dazu geholfen, dass ich keine bekomme. Aber wenn ich welche bekommen hatte, ich habe mich irgendwie blöd hingesetzt und ich fahre hier viel Quad. Ich bin das ja nicht mehr so gewöhnt. Und ich drehe mich dann so um und dann fängt es dann doch an, in der Schulter ein bisschen zu zwicken. Ja? Seitdem ich das Kalium nehme, geht das sofort wieder weg. Also es fängt an, so ein bisschen zu krampfen und geht wieder weg. Und das Magnesium sorgt irgendwie dafür, dass der Krampf erst gar nicht kommt. Ja? Kann man schlecht beurteilen. Meine Theorie ist, warum fehlt mir hier Kalium? Weil ich hier mehr schwitze. Ich bin ja in einem Land, wo es sehr warm ist. Ja? Ich esse dann irgendwelche Sachen mit Sodium oder also mit Natrium. Wir kochen selber mit so Steinsalzen, so, das ist alles ganz gut. Aber das Kalium kann ich nur hinzufügen, indem ich sehr, sehr viel Obst esse und Gemüse. Und wenn man es verkocht, geht es auch schon kaputt. Also du musst eigentlich schon viel Rohkost essen. Und ich bin mit meinem Rohkostanteil zum einen ein bisschen runter und zum anderen habe ich sehr, sehr viel geschwitzt über den Sommer und den Herbst. Und es kann sein, dass ich vielleicht mehr Kalium ausschwitze, als mir lieb ist. Das ist meine Theorie. Also ich mache das hier jetzt mal als Experiment weiter. Hier sind 100 Tabletten drin. Ich habe vielleicht jetzt so 7 genommen und es funktioniert ganz gut. Und gestern, nochmal als Info, habe ich mir bei der Apotheke hier Vitamin A-Kapseln geholt. Ich bin ja in der Türkei und probiere auch da nochmal mit dem Vitamin A ein bisschen hochzugehen, weil im Alter jetzt auch meine Sicht natürlich ein bisschen schlechter wird. Ich habe jetzt hier auch eine Lesebrille liegen, weil ich teilweise wirklich tatsächlich auf den Packungen die Sachen nicht mehr lesen kann. Hier sowas zum Beispiel. Da muss ich tatsächlich jetzt, die ist sehr hässlich, die sieht komisch aus, habe ich mir in Deutschland bei Amazon gekauft. Jetzt kann ich es lesen, ja. Und wenn ich es halt runternehme, kann ich es nicht mehr gut lesen. Also ich werde halt alt, ne? Es ist halt so. Und es gibt hier aber in der Türkei auch Operationen an den Augen. Man könnte das beheben lassen, aber dann sollte ich wahrscheinlich warten auf einen Moment, wo es nicht noch schlimmer wird. Also es fängt gerade an, schlimmer zu werden. Ich habe bis 38 gar keine Brille gebraucht. Nee, nicht 38, war früher 35. Also ich war irgendwann mal in Berlin, als ich selbstständig war und ich stand irgendwie gegenüber von so einem S-Bahnhof und habe auf das Schild geguckt, also diesen S-Bahn-Plan und habe gemerkt so, oh Gott, ich kann das nicht gut lesen. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Und dann bin ich zum Optiker, habe das messen lassen und da war klar, oh ja, ich brauche eine Brille, nicht stark, also irgendwie 1 und 1,5 und mit einer leichten Hornhautverkrümmung, aber ich brauche eine Brille. Ja, die hat natürlich jetzt gerade keine Gläser. Ich habe diese Brille mit Gläsern, ohne Gläser und mit Dings. Aber ich habe die jetzt einfach auf, damit die mich erkennt, ne, weil ich hier immer eine Brille trage und ich könnte jetzt hier gar nichts sehen, weil das ist ja Weitsichtbrille. Nee, eine Kurzsichtbrille. Ach, was weiß ich. Egal. Und es spiegelt halt nicht. Gut, das sind so die aktuellen Sachen, ja, und ich kann euch nur empfehlen, also arbeitet euch mal in dieses Thema Hormone ein. Das ist super, super spannend. Leider noch total tabu. Ähnlich, upsala, ähnlich wie vor ein paar Jahren auch Vitamin D. Wir waren ja eine der ersten, also nicht
die ersten, aber was ich, die ersten paar Jahre, wo es Vitamin D-Aufklärung kam, sind wir mit dazugestoßen, haben da sehr viel auch Leuten geholfen. Und das ist ja heute auch noch so, geht man zum Arzt und der weiß nicht mal, was das ist. Mit Hormonen ist es ähnlich, ja. Die meisten Ärzte sagen, ja, weiß ich nicht. Und man, wenn man hier in dem Buch liest, können Hormonmangel auch bei Jugendlichen, bei Kindern, bei jungen Erwachsenen, bei älteren Menschen ganz schlimme Sachen anrichten. Und man kann mit der gezielten Supplementierung oder Behandlung mit naturidentischen, bioidentischen Hormonen ganz viel machen. Es gibt auch Salben, Östrogenpflaster, Salben, es gibt Kapseln, die kann man dann oral einnehmen oder auch vaginal und als Frau und so. Und genau, also es ist ein breites Feld und es ist sehr schwierig. Also es lässt sich sehr schwer messen, wie man ja an dem Test gesehen hat, den ich danach gemacht habe, nachdem ich das hier im Monat genommen habe. Man sieht nicht, dass ich was nehme. Ja? Und man sieht auch vielleicht einen Mangel nicht so, dass man sagt, ja gut, der Wert ist gut. Ja, aber es liegt vielleicht an der Uhrzeit oder dass man vorher einen höheren hat leicht und er ist ein bisschen runtergegangen und dann fühlt man sich nicht mehr gut. Und mir geht es auch darum, dass ich mich gut fühle. Ja? Ich möchte mich energetisiert fühlen, obwohl ich so ein bisschen gechillter einfach geworden bin. Das habe ich gemerkt mit dem Alter. Man wird halt ruhiger, weil man halt auch viel erlebt hat, dass man sagt, hey gut, wartest du mal einen Tag, schläfst du mal drüber, gibst du demjenigen nochmal 2 Tage und machst nicht immer gleich Stress.